Mit der Serie Kleine Bühne, großes Herz haben wir schon viel Freude bereitet. Hier in der Kleinkunstbühne Gruhm, Live-Übertragung jeden Freitag, jeden Samstag um 19 Uhr. Wer ist heute dran? Heute ist ein lieber Freund und Kollege von mir da, der Norbert Peter. Er ist ein Teil von Peter und Dick halt, Medizinkabarett. Aber heute ist er mit einem Solo da. Ja, Norbert kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Der ist immer sehr lustig. Ich bin schon gespannt. Absolut. Ich bin überzeugt, aber wird sicher Spaß werden. Ne? Unbedingt. Ja? Und zuschauen. Auf alle Fälle. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Amalie Krattochwil. Ich bin von die Peter und Deckerl. Man kann sagen, ich bin ein Drittel von dem Kabarett-Duo. Und es freut mich total, dass ich die Gelegenheit bekomme, in der Quarantänezeit von den Corona öffentlich zum Reden und will einmal Danke sagen, ja, an alle Beteiligten. Und eine kleine Einführung auch machen, ja. Also Dankeschön einmal an den Intendanten von der Gruhm, wo das ist. Also für alle, die sich nicht auskennen, die Gruhm, das ist in der Donaustadt. Die Donaustadt, muss dir vorstellen, ist eine Stadt. Also allein von der Anzahl an Lebewesen, die drin sind, kannst du sagen, es ist unter die Top 5 in Österreich, ja. Davor ist nicht mehr Wien, Favoriten, Linz und Amstetten. Und dann haben wir schon Donnerstadt. So viele Leute wohnen, da musst du dir vorstellen. Ja. Und die Gruhm, das ist sozusagen das Leithaus. Also das ist, wenn du das auf Wien umlegst, das Burgtheater, kannst du sagen. Ja. Ja. Das ist in der Wagramerstraße. Wagramerstraße. Du musst dir vorstellen, so wie die Champs-Élysées. Die Champs-Élysées von der Donaustadt ist die Wagramerstraße. Und der Bürgermeister hat sich dafür eingesetzt. Der Bürgermeister von Donaustadt. Das ist der ehrwürdige Nevrevi, Ernstl Nevrevi. Ja, der ist so lieb, wie er sich gekümmert hat. Also man muss sagen, das ist der, so wie der Michi Häupl von Wien, ist ja der Bürgermeister von der Donaustadt. Was? Jetzt ist mein Fehler passiert. Ludwig heißt er. Hätte man den Ding. Also er ist der Ludwig Häupl von Wien. Was? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Auf jeden Fall wunderbar. Vielen Dank an alle, auch an den Intendanten. Den Robert Mohr. Ja, ist ein berühmter Schauspieler. Das ist der Bruder vom Roger Mohr. Und der kümmert sich so um den 22. Bezirk, das war nicht aushandeln da. Das finde ich so schön und so wichtig, dass diese Initiative gesetzt wird. Fantastisch. Dankeschön. Ja. Das ist Quarantäne. Ich sag's euch. Man muss immer wieder schauen, dass man nicht narrisch wird mit den Quarantäne. Gell? Ich habe sogar geschrieben, ein eigenes Quarantäne-Tagebuch. Habe ich immer alles aufgeschrieben, was mir so durch den Schädel geht. Einfach so Gedanken und wichtigere Sachen. Ja, das. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, ich meine, das musst du ja wirklich überlegen, gell? Das mit Abstand halten und mit der Maske. Richtig, ja, anscheinend, ja. Du setzt die Masken auf und Abstand auch, ja. Die Masken, damit beim Niesen und beim Husten nichts rauskommt und auf die anderen drauf. Ja, so weit, so gut. Und was ist mit den anderen Körperöffnungen? Haben wir das ja überlegt? Was ist, wenn hinten was rauskommt? Der lässt dann Schaß und mir fliegt die Coronaviren um die Ohren. Nein, brauche ich auch nicht. Deswegen halte ich auch Abstand, auch wenn der verkehrt steht. 2 Kofferlängen, mindestens. Darunter spürt es nicht. Es müsst so aufpassen, von hinten bis vorn. Ich habe mir auch andere Notizen noch gemacht, für andere Sachen, wo man auch noch schauen muss. Ja, das haben wir auch da drinnen. Da zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig. Ein Phänomen von den Quarantäne ist auch, dass die Kinder so viel sitzen vor den Bildschirmen, ja, weil sie nicht raus dürfen, eh klar. Aber das war früher auch schon, aber jetzt noch mehr. Sitzen dann von Handy, vom Computer und da werden sie mit Inhalten konfrontiert, die sie alleine gar nicht bewältigen können, immer schon. Gell? Ja, ich sag nur, Krieg. Ich sage nur,
Sexualität, ich sag nur, Parallelwelten, alles das trischt ein auf die armen Kinder. Oder mit anderen Worten, Geschichte, Biologie und Mathematik. Damit werden die Kinder allein gelassen. Das geht nicht. Da müssen sich kümmern um die Kinder. Ja? Da braucht es uns Erwachsenen, die daneben stehen und kontrollieren. Ja? Habt ihr mal überlegt, wo das Wort herkommt? Kommt Erwachsen? Erwachsen, was steckt denn da drinnen? Ha? Wach, genau. Wir müssen die Kinder überwachen. Ja? Habt ihr mal mitgedacht? Ja, na wurscht. So, und jetzt soll der Peter weitermachen. Ja? Der wird euch auch ein bisschen was erzählen. Ich werde ihn rausschicken. Er soll ein bisschen auch die Gelegenheit haben, sich zum Präsentieren. Ja, er hat auch einiges zum Erzählen. Eins vorweg, der ist von da. Der ist aus der Donnerstadt. Ja. Peter! Kommt gleich. Peter, kannst du schon rauskommen? Ich hole ihm das Gift. Wo bleibst du denn schon wieder? Ich habe alles vorbereitet. Ja. Wo bleibst du die ganze Zeit? Das ist ja unerhört. Was? Vom Spiegel steht er. Jetzt tu nicht so auf. Wenn schon, dann tu dich gescheit kampen, dass du. Was ist denn das? Wo? Sag ich mal, ist die Hosen zerrissen? Ist die Hosen zerrissen? So gehst nicht. Du gehst zwar nicht aus, was. Ja, ha. Mein Name ist Norbert Peter. Ich habe ein schönes Intro bekommen von der Frau Kratow, eine wunderbare Dame. Ich bin so froh, dass ich sie habe. Also die ist wichtig, die ist einfach das Fleisch in der vegetarischen Lasagne quasi. Es ist wunderbar. Ich bin ja sehr dankbar, dass sie da übernommen hat. Und sie hat, ich habe sie von hinten gehört, sie hat das eh schon eingeführt. Also ja, bin Donaustädter, immer schon gewesen. Ich bin aufgewachsen am Rennbahnweg. Ja, das ist mein Anfang gewesen. Und bin nicht irgendwann hingezogen. Ich war der Erste. Das klingt jetzt komisch, aber das war tatsächlich so. Stiege 6, da bin ich hingekommen, auf der Stiege 6. Das ist klein in der Stiege 7. Das war ein Doppelbau. 6, 7. Das hat es damals schon gegeben. Doppelhaushälften. Ne? Man hat nicht zwei Wohnungen, sondern 200 circa. Aber im Prinzip, wir sind dort hingezogen. Und die nächsten 15 Jahre waren halt rundherum Baustelle, bis alle anderen Häuser abgebaut haben. Und so hat dann auch mein Leben dort ausgeschaut. Ne? Das, ja, das war schon was Eigenes. Ne? Das auf Baustellen spielen. Ja? Das waren meine Spielplätze. Ja, das, ja, manche hätten Angst gehabt, aber Angst ist sowieso ein Thema. Angst ist allerweil ein Thema. Das wissen wir ja auch jetzt. Da, rund um das Corona haben auch alle Angst. Also nicht nur mit Abstand und so, sondern Angst um ihre Existenz. Ja, die ganze Hotellerie hat Angst. Ja. Wie wird es mit dem Tourismus weitergehen? Man muss ein bisschen kreativ sein, dann fällt einem schon was ein. Ich meine, es gibt da eigene Sparten, die da zu beackern wären. Ja, habt ihr schon mal gehört vom Dark Tourism? Dark Tourism, dunkler Tourismus. Also jetzt nicht mit Nachtzug nach Venedig, das ist nicht Dark Tourism. Dark Tourism ist zum Beispiel Urlaub bei Tschernobyl. Ja, da kannst du mit dem Bus durchfahren, bis ins Sperrgebiet. Ja. Oder tauchen gehen beim Bikini-Atoll. Bikini-Atoll, ja, da haben sie im letzten Jahrhundert in der Mitte haben die Amis dort Schiffe versenken gespielt mit Atombomben. Und da kannst du tauchen. Die Schiffe hat es runtergehauen, du kannst dort tauchen. Zwischen die Schiffswracks und zwischen Fischen mit 7 Augen. Ja, das machen Leute. Ne? Und das wäre doch jetzt eine Utopie, eine Idee für Österreich. Ne? So. Urlaub im Kitzloch. Wäre schön, so Ischgl. Wie alles begann. Ja, so Corona-Partys. Man muss einfach ein Gefühl haben, wo es hinführen kann. Und ja, wir werden da weiter tun. Ja, Angst. Auf der Baustelle ja genauso, ja, als Kind. Ja. Ich meine, woher kommt die Angst? Du hast als Kind hast du einfach Angst. Das ist immer da, ja. Das begleitet dich. Das geht los bei Angst vor dem Monster unterm Bett bis hin zum Angst, dass das Krokodil den Kasperl frisst oder Angst, dass der Kasperl oder das Krokodil eine Kasperl-Unverträglichkeit hat und Bauchweh kriegt, weil es den Kasperl gefressen hat und dann auch auf der Baustelle. Ja. Das sind wir aufgegangen. Ja. Baustelle am Rennbahnweg heißt 10-geschossige Häuser. Ja, da war zwar ein Zaun und da ist gestanden, Elternhaften für ihre Kinder, Zutritt verboten, ja, aber das, da gehst du vorbei und bist drin. Also wir haben schon geschaut, da haben sie schon drauf gehalten. Ne.
der Andi, der Michi und ich. Ja. Der Andi hat extra seine kleine Schwester mitgenommen, die Petra, damit wir nicht zu dritt waren, ne? Zutritt verboten. Und dann sind wir aufgegangen. Ne? Das war ja möglich. Das müsst ihr euch vorstellen, das war einfach ein Betonskelett, das durchgekommen, bis oben, ja. Und durch das Fenster rausgeschaut, das war ein Loch. Da war kein Scheiben oder irgendwas, ein Loch. Genau so beim Balkon. Der Balkon überhaupt, das Loch bis unten. Ja. Und da ist sie gekommen, die Angst. Ja. Aber nicht die Angst vor der Höhe oder vom Abstürzen. Nein, die Angst, dass du erwischt wirst, zu den Eltern gebracht wirst. Ne? Und die müssen dann ins Häfen. Die muss man 2 Jahre lang selber kochen, nur weil ich da reingegangen bin. Ja, das war die Überlegung. Ja. Das ist das, wenn Kinder denken, ja, das, was sie lesen, Eltern haften für ihre Kinder, steckt das Wort Haft drinnen, ja, die müssen in Häfen haften. Ja. Man, das sind so die Assoziationen, das hast du im Leben. Ne, das, als Kind das, wenn ich jetzt irgendwo haften lese, denke ich an Zahnprothesen. Das ist immer andere Assoziationen. Ja, das. Mit der Angst. Und Donnerstadt ist auch deswegen interessant, weil mir am Anfang, ich meine Donnerstadt, wie ich hergezogen bin, da war nicht viel. Ja, das, da war gerade halt der Rennbahnweg. Ja, und dann hast du einen Stiegel gehabt, wo du zu Fuß gehen hast können, durch die Förder. Und dann bist du irgendwann einmal, wenn du lang gegangen bist, zur Donau gekommen. Und du hast ja wegen allem umgemessen in die Donau. Es hat dir nichts gegeben. Es war ja die Steppe. Da hat es ja nie. Du hast wegen allem über die Donau rein müssen in die Stadt. Wegen jeder Kleinigkeit. Kino, eine. Einkaufen gehen, eine. Ja. Opa Geburtstag besuchen, umfahren, den Favoriten hat er gewonnen. Das ist auch immer wegen jeder Kleinigkeit erst umgemessen. Ich habe so Angst gehabt, weil, das müssen wir ja sagen, damals, ja, war ja auch der Absturz von der Rijksbrücke. Also die ist eingebrochen. Und du hast, wenn du eine hast müssen, über die Rijksbrücke. Die Straßenbahn, die U-Bahn, ist alles über die Rijksbrücke. Ich habe so Angst gehabt. Das, deswegen habe ich angefangen mit den Zielen in der Donaustadt zu suchen, also auf unserer Seite der Donau. Ja. Also Zahnarzt zum Beispiel hat es ja auch gegeben, aber das war jetzt kein großes Problem. Wir haben dann angefunden in Bratislava. Ja, auf der Seite von der Donau ist sie ausgegangen. Kino haben wir Geduld haben müssen, im Prinzip hat es auch funktioniert. Hat bei uns alles gespielt, ja, halt 3 Jahre später. Ne. Also bei uns Rocky 1 war drin Rocky 3. Ja, und sonst Opa Geburtstag. Ja, ne. Haben wir was einfallen lassen müssen beim Opa Geburtstag. Ja, dem Opa habe ich nämlich vorgestellt, die Erna. Die Erna hat ein kleines Gartenhaus an der alten Donau gehabt. Ja, das die zwei, ne? Verstehst du? Ein Liebesbrief habe ich geschrieben. Liebe Erna, ich stehe total auf dich. Du schaust ursuper aus. Ich will mit dir gehen. Dein Opa. Habe ich geschrieben. Da habe ich so ein Büdel ausgeschnitten. Aus dem Universalversandkatalog. Kennt man, oder? Ja, die 3 Birkeln hat jeder gehabt. Ne? Die Bibel, Quelleversand, Universalversand, die 3 Birkeln. Und da habe ich es halt ausgeschnitten. Zwar so Models im Bikini und in der Badehose. Und die haben sich so eine Bussi gegeben oder urlieb. Ja, das hat funktioniert. Die Erna hat sich verliebt in den Opa und der Opa ist dann zu Erna gezogen. Also wer es nicht so leibend gefunden hat, war die Oma. Die hat sich scheiden lassen. Ja, man kann nicht alles haben. Apropos, man kann nicht alles haben. Ich weiß nicht, wie es weitergeht nach dem Corona mit Weiterspülen. Man weiß ja nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Ja. Vielleicht ist das Corona irgendwann weg. Und vielleicht entdecken sie dann, ja, das Distanz halten und das Bühnen zusperren hilft auch gegen die Grippe. Dann spielen wir auch nicht mehr wegen der Grippe. Nein, ist eh gut und wichtig. Menschenleben retten ist total wichtig. Und ich habe überhaupt keine Angst in der Hinsicht, ja, weil ich habe schon so viele andere Sachen in meinem Leben gemacht. Ich habe zum Beispiel schon gearbeitet als Pausenvertretung. Ja, Pausenvertretung im Gesundheitsbereich. Muss man sich vorstellen. Ja. In jedem Spital gibt es diverse Leute, die dort arbeiten. Also Schwestern, Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, alle möglichen. Und von der Gewerkschaft ist jetzt vorgeschrieben, dass sie nicht länger als 6,25 Stunden arbeiten, dann muss die Pause sein. Ja? Muss, das ist vorgeschrieben, das ist ein Gesetz. Ja? Was soll der machen? Steht im OP 6,25 Stunden, kann nicht aufhören, der muss weitermachen. Ja? Und da komme dann ich ins Spiel als Pausenvertretung. Ja? Klar, dann übernehme ich. Also nicht die Operation, ich übernehme die Pause. Ja, ich lege mich kurz hin, rauche auch nicht, trinke einen Kaffee und sowas. Ja.
Jetzt fragen Sie sich, wieso kann der das? In allen Bereichen. Ja, das, ja, also, ich muss sagen, ich habe früher gearbeitet bei der Post. Also nicht exakt bei der Post, sondern am Telegrafenamt. Also, ich war zuständig für das Morsen. Ja. Also, ich war nicht allein, wir waren zu dritt. Drei Kollegen. Ein Kollege war zuständig für die kurzen Töne, da. Einer für die langen Töne, da. Über die Pause. Ja, irgendwann haben sie uns eingespart, ne, haben sie es dann versetzt, weil Kündigungsschutz hat es gegeben, die haben es nicht rausschmeißen können, die haben es dann versetzt zur Exekutive, also zur Polizei genau genommen, ja, und die fahren halt immer mit draus im Polizeiauto. Ne. Kann man eh hören, wenn du genau zuhörst, dieses Tada, 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 das sind es. Ne. Ja. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe zum Beispiel jetzt angefangen auch, Bücher zum Schreiben, ja. Corona-Bücher. Haben wir gedacht, das könnte funktionieren. Ja. Ich hab mir schon länger überlegt, ob es nicht gescheit wäre, Weltliteratur aber zum Übersetzen ins Österreichische. Einfach adaptieren für den Österreicher. Ja. Also die, was weiß ich, fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, aber das, was mir eingefallen ist, was ich übersetzt habe, ist 50 Shades of Grey. Das habe ich. Die alpine Version davon habe ich geschrieben. Das ist die alpine Corona-Version. Also muss man sich vorstellen, so 20 Kilometer neben Ischgl. Und das hat die gerade auch gemeint, soll ich vorlesen. Also sie hat das ja genannt. Sie hat das ja genannt, einen Corona-Porno. Und den darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Hat gesagt, das muss ich unbedingt vorlesen. So, ja. Also, die alpine Version von 50 Shades of Grey. Jennifer hatte sich verlaufen mit der Melodie der Heimat im Ohr. Sie hörte gerade das Lied der fidelen Holzhacker. Einmal sägen wir uns nieder. Sie hatte den rechten Weg aus den Augen verloren und war an der falschen Stelle rechts abgebogen. Ja, ich schaue immer, das ist was Politisches einfach. Sie ließ sich nicht beirren, ging weiter und weiter, dabei die Warnzeichen am Wegesrand ignorierend. Schilder, die den Zutritt für Wanderer ohne Maske untersagten. Mahnmale, die den Kampf der erbarmungslosen Natur aufzeigten. Die Skelette von zwei im Todeskampf ineinander verflochtenen Mountainbikes. Bereits seit Minuten hatte sie keine neuen Likes auf ihr süßes Katzenvideo erhalten, das sie auf Facebook gepostet hatte. Im Gegenteil, ein Blick auf ihr Mobiltelefon hätte ihr gezeigt, dass ihr Handy seit geraumer Zeit keine Verbindung mehr aufgebaut hatte. Plötzlich kam hinter einem Baum ein erfolgreicher Manager mit wunderschönen blauen Augen hervor. Sie senkte automatisch den Blick, um ihr Gegenüber zu begutachten. Sofort bemerkte sie seine sehnigen Unterarme. Er schloss den Hosenschlitz, besprühte seine Hände mit Desinfektionsspray, verrieb diesen in den Handflächen und sprach Jennifer an. Gestatten, Christian Grau, mein Name. Seine rechte Hand verlangte nach ihrer rechten. Jennifer, erwiderte sie. Ängstlich streckte sie ihm ihre Hand entgegen. Er packte sie mit festem Druck, hob und senkte sie. Vorsichtig, einmal, ein weiteres Mal, fing an, sie zu schütteln, rhythmisch, merkte, wie ihre Hand feucht wurde. Sie stöhnte unter seinem Druck auf, versuchte, sich seinem Schütteln zu entziehen, bis er nach einer scheinbaren Ewigkeit von ihr abließ. Erschöpft lehnte er sich an eine mächtige Eiche, steckte sich eine Zigarette an, zog daran und sagte, das hat wieder wirklich gut getan. Mein letztes Händeschütteln liegt schon Wochen zurück. Jennifer strich sich über ihr rosa Kleid und wischte sich so den Schweiß von der Hand. Dann bewegte sie sich auf ihn zu.
nahm seine Zigarette in den Mund, inhalierte und gab sie ihm zurück. »Ich habe noch mehr für dich, wenn du bereit bist«, sagte sie. Sie griff in ihren Rucksack und holte eine ganze Stange Lucky Strike hervor. Sie sagte, »Aus Ungarn, voll billig.« Ja, ich mag Happy Ends. Und ich finde, das ist einfach schön, wenn du merkst, okay, es hat einen Sinn gehabt und es sind nachher alle glücklich. Ja. Es wird ja auch immer schwerer vom Schreiben zum Leben, muss man sagen. Es wird nicht leichter, weil ja immer mehr Leute schreiben. Ja. Früher hast du eine Anstellung gehabt. Ja. Du hast gehabt, was weiß ich, Pension garantiert, ja. Sozialversicherung, 14 Gehälter. Alles Mögliche hast du gehabt. Ja. Und heute hast du es nicht mehr. Jetzt musst du als Freelancer arbeiten. Ja. Dann kriegst du Zeilenhonorar. Und du schreibst aber gegen ganz viele andere Leute auch an. Ne. Die Studenten, frisch gefangen, ja, die genau auf das Zeilenhonorar schreiben wie du, denen ist das wurscht. Die brauchen keine Sozialversicherung und Pensionsgarantien und sonstige Sachen. Die machen es total billig und gegen die schreibst du auch. Ne. Da habe ich mich dann auch für ganz viele Verlage gemeldet, dass ich was zum Schreiben habe. Und auf einmal habe ich vier Aufträge gleichzeitig bekommen. Ne, was tust du? Ne. Ich habe ein paar Studenten angesprochen, ob sie sich Geld dazu verdienen wollen. Ganz günstig. Also die brauchen auch keine Sozialversicherungen und so. Und die haben das dann für mich geschrieben. Das. Ja, ein bisschen komisch war es. Also vor allem der Artikel für den Mostviertler Weinboten, da haben sie sich ein bisschen im Ton vergriffen, haben es darauf angesprochen, haben gesagt, ja, und dann haben sie mit der Wahrheit herausgerückt, sie haben es auch nicht selber geschrieben, sie haben es nur mehr weitergegeben über Fiverr, das ist so eine Internet-Webseite, wo du Jobs vergeben kannst, das hat jetzt ein Student aus Bangladesch geschrieben, mit einem Übersetzerprogramm, ist halt ein bisschen komisch geworden, aber ja, wurscht. Ja, so gewinnt man Zeit. Zeit für die Dinge, die einem auch wichtig sind. Also mir ist das zum Beispiel wichtig. Zum Beispiel habe ich immer schon einen Traum gehabt, einen Traum einmal im Leben ein Drehbuch schreiben. Ja. Super. Und zwar habe ich mir gedacht, also nicht jetzt, weiß ich nicht, Tatort oder Soko Kitzbühel oder so. Ja, das brauche ich alles nicht. Ich will die Entschleunigung. Ich will Ruhe, ja. Also was mir total gut gefällt, ist BahnTV. Kennst du das? BahnTV, das gibt es wirklich. Das ist, du siehst im Fernsehen einen Zug, der fährt. Also du siehst nicht den Zug, sondern die Kamera ist vorne im Cockpit vom Zug. Und der geradeaus. Nicht in die Landschaft, auf die Gleise. Super. Die Strecke Wien-Innsbruck, ich kann mir das 100-mal anschauen. Fantastisch. Aber ich will nicht dasselbe machen. Ich mir denke, ich will mich weiterentwickeln. Und man denkt, ich mache Schiffs-TV. Die Kamera vorne am Bug vom Schiff in die Wellen. Ja, und ich denke an die Strecke Hamburg-Rio de Janeiro. Und da habe auch schon einen Produzenten gefunden, der begeistert war. Er hat gesagt, das gefällt mir gut, das müssen wir machen. Ich sehe sie schon, die Möwen, wie sie durchs Bild gehen. Und ich habe mir gedacht, was für Möwen? Nein, ins Meer, aber ich will keine Möwen. Das fängt an mit Möwen und endet bei der Barbara Wussow. Da kann ich gleich eine Traumschiffsequenz schreiben. Nein, will ich nicht. Man muss an seine Träume glauben und daran muss man arbeiten. Und das habe ich auch gelernt, auch am Rennbahnweg, bei meinen Eltern. Ja, die haben mir das beigebracht. Ja. Glaub an deine Träume. Und wir haben gehabt eine eigene Familienhymne, ein Lied. Ja. Das haben wir immer am Wochenende gespielt. Das heißt, morgen. Das hat eine Hoffnung gegeben. Und Hoffnung ist so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Kennst du es? Morgen, morgen. Lacht uns wieder das Glück. Gestern, ich lese lieber vor. Ich habe einen Text da, das kann uns Hoffnung geben in diesen Tagen. Ja? Also, morgen. Das ist jetzt nichts dazu erfunden, der ist genau so. Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Gestern liegt schon so weit zurück, war es auch eine schöne, schöne Zeit. Morgen, 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 morgen sind wir wieder dabei. Gestern, 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 gestern ist uns heute einerlei.
war es auch eine schöne, schöne Zeit. Sind wir heute auch arm und klein, sind wir heute auch ohne Sonnenschein, sind wir heute auch noch allein, aber morgen, 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 morgen lacht uns wieder das Glück. Morgen, morgen kommt die schöne Zeit zu uns zurück. Morgen, 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 morgen wird das alles vergehen. Morgen, 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 morgen wird das Leben endlich wieder schön. Das ist vom Robic. Ivo Robic. A World Hit. Ja. Also im Prinzip, ob ich es jetzt vorgelesen habe, ich kann den Text auswendig. Ich habe immer die Texte auswendig gelernt als Kind. Das war mir so total wichtig. Das war auch meins. Ja. Das war die Möglichkeit, wie wir uns austauschen haben können. Ich meine, heute die Kinder, die zeigen sich Videos, die gehen ins Internet. Schau, was ich gesehen habe. Schau, ich schicke dir das. Schau, ein Meme. Schau, ein Film. Schau, ein Video. Das haben wir nicht gehabt. Was haben wir gehabt? Wir haben Kassetten gehabt zum Weitergehen. Ne? Oder ein Lied. Und so, was ist dein Lieblingslied? Das ist der, das und das. Ja. Es war unseres. Ne? Und deswegen haben wir auch die Lieder auswendig gelernt. Und was mir total geholfen hat dabei, das war Star Trek. Kennt Star Trek. Ne? Die meisten haben das verwendet, irgendwie, Star Trek. Das war ein wichtiger Beitrag, sage ich, in der Entwicklung von vielen von uns. Star Trek. Das hat uns so geholfen, das so beim Aufnehmen von den Liedern. Ne? Star Trek, die zwei Tasten am Kassettenrekorder. Star Trek. Ja, wenn du die gleichzeitig drückst, nimmst du auf. Fantastisch. Ja. Nur schauen müssen, dass der Udo Huber nicht einredet. Und da hast du wieder einen eigenen Sampler zusammengestellt gehabt. Und dadurch kann ich auch die ganzen Lieder, also bis heute auswendig. Ne? Zum Beispiel das, das. Rivers of Babylon. Ja? Kennst du mitsingen? Ne? Ich habe U-Wurm verpasst oder was? Aber nicht nur Englisch, auch Italienisch zum Beispiel. Das auch vom Gib den Affen Zucker. Ne? Das Azzurro. Na 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 na. Oder das Lied, Französisch auch, Französisch, diese Werbung, da, die Schokoladewerbung, dieses Merci, 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 Moucherie, Moucherie. Ja? Auch deutsche Lieder habe ich mal urleicht gemerkt, zum Beispiel das Über den Na 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 na. Mein Leben ist Musik. Das hat mir schon viel geholfen. Immer. Ja. Die Kinder heute haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ne? Die haben ihre Handys. Da ist alles drauf. Da ist Filme, Musik, Spiele, manche telefonieren sogar. Das haben wir nicht gehabt. Wir haben gehabt Vierteltelefon. Vierteltelefon, das heißt ein Telefon, Anschluss für vier Haushalte. Also wir haben ein Vierteltelefon gehabt. Wir waren zu fünft. Sagen wir, der Einfachheit halber, alle anderen waren auch Fünfe. Das heißt, ich habe gehabt einen 20stel-Anschluss. Das war meine Freiheit. Und alle haben immer mitgehört. Das war ja nicht so, dass es mitnehmen aus das Telefon. Das war im Vorraum, drin in der Buchsen, Kabellänge 1 Meter. Da hast du dich bewegen können und alle haben mitgehört. Wurscht, mit wem du telefoniert hast. Also. Na, aber die Kinder heute haben das Handy und da haben sie ganz andere Möglichkeiten. Das ist auch klar. Da können sie alles anschauen, stundenlang, perfekt. Das ist aber auch der Fortschritt. Das gehört so, das ist notwendig. Also, wie zum Beispiel ja, in der Natur. Ja, das ist die Entwicklung. Die Fische, wenn sie tiefer unten sind im Meer, sind auch flach. Wegen einem Druck. Und so ist es mit den Fernsehern auch. Mein Fernseher ist auch flach. Wahrscheinlich wegen dem Druck. Aber bald werden die Fernseher, Evolution, werden sie kleiner und mobiler. Die Dinge entwickeln sich.
Irgendwann werden so klar, die Fernseher, die Bildschirme, dass du es als auf die Pupille legen kannst, als Haftschale. Und dann kannst du so fernsehen und umschalten. Das kommt alles. Das ist die Entwicklung. Ja. Ja, das ist so super. Und die Handys sind auch eine super Entwicklung für uns alle. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mein Handy jetzt irgendwo habe, aber wurscht, ich habe zum Beispiel auf mein Handy drauf, auch total wichtig, ein Trinkerinnerer. Eine App Trinkerinnerung. Dass man genug trinkt. Ist total wichtig. Nein, weil jetzt kann man sagen, man hat eh einen Durst und dann trinkt noch, das ist spät. Wenn der Körper mal sagt, Durst, das ist ein Alarmsignal. Das ist, er muss früher trinken. Früher. Dann kannst du eine App dazu nehmen, eine zweite. Ist auch ganz praktisch, kostet ein bisschen was, aber würde ich nur empfehlen, das ist eine Lulu-App. Die erinnert daran, dass man rechtzeitig Lulu geht. Ja. Ich meine, nicht lachen jetzt, ja, ist schon klar, ich kann eh der Zeit, aber was ist angenommen, du gehst ins Theater. Ja. Kabarett ist vielleicht kein Problem, aber angenommen ins Burgtheater, Elfriede Jelinek, 5 Stunden, ohne Pause. Und im Hintergrund rennt die ganze Zeit der Wasserfall. Da wärst du froh, wenn du die Lulu-App gehabt hast. Ja. Ja, wir sehen schon, wir bewegen uns in die Richtung ältere Semester. Ja, wir werden alle älter, das gehört auch dazu, ist part of the game. Und dann kommt auch die Pflege ins Spiel, das ist auch sehr wichtig. Gerade wie jetzt zum Beispiel, ne, mit den ganzen Pflegerinnen, wo kommen die her? Wo werden die in Zukunft herkommen? Die Leute wollen eine Pflegeversicherung, das ist das eine. Das andere ist, sie wollen überhaupt eine Pflegerin, wo die Grenzen zu sind wegen den Corona. Wo nimmst du die Pflegerinnen her? Ja, es gibt sie. Jana, 35 Jahre, Geriatriefachärztin mit einem Diplom im Haubenkochen. Aber die kriegen wir nicht. Wir kriegen vielleicht den Nico, der gerade angefangen hat, die Pflegeausbildung. Ja? Vielleicht hat der Zeit für uns, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht muss er noch ein E-Sports-Turnier anschauen oder was weiß ich was machen, ja, im Internet. Ja. Das ist das. Es liegt an uns. Wir müssen den jungen Leuten die richtige Richtung mitgeben. Das ist auch Lernen, dass das dazugehört, das mit dem Pflegen. Das ist ein wesentlicher Faktor fürs Leben. Das müssen sie schon in der Schule lernen. Mit dem Pflegen ist wichtig. Ja. Und da kann man sie unterstützen. Zum Beispiel mit den entsprechenden Gegenständen. Wenn du einen Gegenstand hast, wie sagen wir mal Mathematik, und die lernen dauernd so Sachen wie, wenn Zug A losfährt um 9.20 Uhr in St. Pölten und Zug B um 9.40 Uhr in Hamburg, wann treffen? Das interessiert doch keinen, wann sie die treffen. Wichtig ist, hast du einen Sitzplatz? Das sind die wesentlichen Fragen. Und auf welche Gedanken kommen die Kinder mit sowas? Ah, ich will einmal reisen. Ah, St. Pölten, ich will unbedingt St. Pölten sehen. Ah, bitte. Gescheite Beispiele, schon mitgeben. Im Alter, wo sie sich entwickeln, ja, vom Rechnen her. Ja, schon von mir so. Wenn, sagen wir mal, Herr Meier um 7.20 Uhr im Pensionistenheim Hitzing losgeht und Frau Amalie um 8.40 Uhr im Haus Tamariske mit dem Rollator aufbricht, wer kriegt die letzte Schaumrolle bei der AIDA am Stephansplatz? Das ist eine Frage. Da werden schon mal auf die richtige Fährte gebracht, was die Leute wirklich beschäftigt. Ne? Das Geografie. Bitte nicht wieder die ganze Welt kennen. Die sollen einmal Österreicher, die sollen Wien kennenlernen. Das ist viel wichtiger. Viel wichtiger zum Beispiel, wo sind in Wien die gratis öffentlichen Toilettenanlagen? Ja, klingt komisch. Aber wenn sie das gescheit lernen, sie werden uns danken. Ja? Wenn sie mit uns unterwegs sind, im Rollstuhl, und sie finden kein Klo, dann werden sie zurückdenken an die Schule. Ja, gut, ich weiß, da, Stephansplatz, hinten gibt es einen Mäcki, da können wir. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Oder Biologie. Biologie, da müssen sie nicht unbedingt über Fortpflanzung und so Sachen reden. Das, viel wichtiger sind so Themen wie Sterbehilfe oder Patientenhilfe, je nachdem, was du mehr brauchst gerade. Oder in Deutsch. Zum Beispiel brauchen sie nicht unbedingt, ja, wie verfasse ich einen Artikel in einer Zeitung? Die sollen lieber verfassen, wie verfasse ich eine Patientenverfügung? Oder wie verfasse ich einen Brief an meine zukünftige Pflegerin? Das ist genau das. Ja. Das habe ich nämlich gemacht. Ich habe mich hingesetzt. Jetzt. In Zeiten von Corona habe ich Zeit und, sagen wir uns ehrlich, sie haben auch Zeit.
Setzen Sie sich hin, schreiben Sie ihn jetzt, den Brief an Ihre zukünftige Pflegerin, jetzt. Wo es noch klar sind da oben, ja, wo es mitdenken muss, wo Ihnen klar ist, was Sie wollen. Ja, das müssen Sie niederschreiben, weil wenn in 70 Jahren eine von Ihnen steht und Sie können nichts mehr sagen und Sie fragt, wollen Sie lieber Ananas-Eis oder Schoko-Eis? Und du kannst nicht, das musst du lesen können. Deswegen schreiben wir jetzt diesen Brief. Und mein Wunsch an Sie, gleich wenn das Programm raus ist, hinsetzen, schreiben, nicht Fernsehen, nicht Fernsehen. Fernsehen können Sie immer noch, wenn Sie dement sind. Jetzt, solange Sie bewusst sind, diesen Pflegebrief schreiben. Ich habe das gemacht, ja, weil man gedacht hat, man kann nicht früh genug vorsorgen. Ja. Da habe ich den. Da ist er. Ha. Ja. Also, zuerst habe ich mir überlegt, du brauchst eine gescheite Anrede, ne? An wen schreibst du? Ne? Lieber irgendwas. Ne? Du weißt ja nicht, wo werden die Pfleger kommen bei den Grenzen. Ne? Die einen sind dicht, die anderen. Systeme fahren auf, die anderen fahren runter. Ich meine, so wie es ausschaut, werden die Pfleger bald einmal aus Amerika kommen. Weil die immer mehr Arbeitslose haben und die werden froh sein, wenn sie uns pflegen können. Ja. Deswegen habe ich geschrieben, ja, weil du weißt ja wirklich nicht, wer ist das, ja, von wo kommt der. Ja. Habe ich geschrieben, liebe Shirley, einigen wir uns auf Shirley, ob Frau oder Mann, stellen Sie sich bitte als Shirley vor. Das macht mir gleich einmal eine Riesenfreude. Danke vorweg. Ich hoffe, Sie sprechen gescheit Deutsch, weil eine Fremdsprache erlerne ich nimmer. Jetzt bin ich 50. Wenn Sie den Brief lesen, bin ich schon deutlich älter. Wahrscheinlich schon 95. Vielleicht aber auch erst 51. In jedem Fall bin ich so dement, dass ich Ihnen nicht mehr mitteilen kann, was ich wirklich will und was sicher nicht. Deswegen dieser Brief. Mein Name ist Peter. Das ist leicht zu merken. Für Sie, für mich dann nicht mehr. Ich bin für alle Maßnahmen, die uns die Arbeit und das Miteinander leichter machen. Wenn Sie mich lieber pflegen, wenn ich ein Promi bin, können Sie mich auch gerne George Clooney nennen. Und mir dreimal am Tag eine Kaffeekapsel zum Spielen bringen. Falls Sie politisch eher keine Linke sind, wenn Ihre Herzlichkeit nur voll zur Geltung kommt, wenn Sie mich Andreas Gabalier nennen, meinetwegen, nur bitte, führen Sie mich nicht zu seinem Friseur. Ich werde Ihnen sicher nichts zu Fleiß machen. Bitte immer schön lieb bleiben, auch wenn ich gerade ein bisschen unappetitlich bin. Ich war ja früher Kabarettist. Da habe ich auch dann versucht, lustig zu bleiben, wenn von einem Besucher das Handy geläutet hat. Ob im Heim oder daheim mit 24-Stunden-Service, als Anreiz darf ich Ihnen mitteilen, dass ich in meinem Testament verfügt habe, dass die Pflegerin, die am liebsten zu mir ist, mein Sparbuch kriegt. Machen Sie sich einen schönen Nachmittag im Gänsehöfel. Aufpassen beim Essen wegen meiner Allergie. Bitte keine Erdbeeren. Kein Erdbeereis, kein Erdbeerpudding, bitte auch keine Erdbeerknödel. Auch keine Erdbeerfruchtgummi, keine Zahnpasta mit Erdbeergeschmack. Auch nicht, wenn ich danach verlange. Ansonsten bin ich total unkompliziert und esse eigentlich alles, mit Vorliebe, wenn es paniert ist. Außer Fisch. Und paniertes Gemüse brauche ich auch nicht. Salat geht auch, wenn er nicht paniert ist, solange es ein Erdbeersalat ist. Wegen dem Nachtisch bitte ich zu berücksichtigen, Kompott und Obst in jeglicher Form könnt ihr einmargerieren. Das geht bitte nicht als Nachtisch durch. Ich wünsche mir eine Torte mit Schlagowas oder einen Kuchen mit Schlagowas und Erdbeeren. Bitte wegen der Körperhygiene, tun Sie sich bitte nichts an. Wir müssen da sicher nicht reinlicher als der Papst sein, ja. Es reicht mir Zähneputzen nach jeder Mahlzeit und Zwischenmahlzeit und zweimal täglich duschen. Außer im Sommer, da bitte dreimal. Dafür brauchen Sie mich im Winter überhaupt nicht duschen. Stecken Sie mich einfach zum Aufwärmen regelmäßig in den Whirlpool. Und wenn der Klimawandel schon zugeschlagen hat, dann bitte so vorgehen wie im Sommer. Die Fingernägel brauchen Sie mir nicht schneiden. Sie müssen mir einfach meine Zahnprothese reintun. Den Rest erledige ich selbst. Wenn Sie aber bitte darauf achten, dass Ihre eigenen Fingernägel schön kurz sind, damit Sie mich nicht verletzen, wenn Sie mich massieren. Danke. Fernseher,
können Sie laufen lassen. Irgendwas rennt eh immer. Wenn im Fernsehen eine Dauerwerbesendung läuft, bitte wegdrehen. Außer die Telefonnummer beginnen mit 0900. Sollte ich in einem Heim sein, bitte den Fernseher im Gemeinschaftsraum so laut rennen lassen, dass ich das Gejammere von den anderen Insassen nicht mitbekomme. Ich bin ja ursprünglich wahnsinnig liebenswert und habe mir schon verdient, dass ich immer Besuch bekomme. Falls mich meine Kinder und Enkel nicht regelmäßig besuchen kommen, bitte ich sie, mich jeden Tag darauf hinzuweisen, damit ich einen richtigen Zorn auf das undankbare Pack aufbaue. Dann werde ich ihnen zu Fleiß nicht sterben und die ganze Pension am Semmering verjuxen. Oder in Simmering. Apropos, sollten Sie sich in mich verlieben, können wir auch gerne miteinander durchbrennen. Es kann sein, dass Sie sich mir jeden Tag neu vorstellen müssen, weil ich vergessen habe, wer Sie sind. So viel Zeit muss sein. Auch auf der Flucht. Ich freue mich schon, Sie persönlich kennenzulernen. Täglich mehrmals. Immer wieder. Ihr Peter. Das ist schön, ja. Das ist der Moment, denke ich mir, wo wir ins Nachdenken kommen und wo wir sagen, wir schreiben jetzt auch schönen Brief. Damit will ich Sie alleine lassen und darf das Schlusswort noch an das Drittel übergeben, das hinten ist. Das kommt jetzt noch kurz vier. Ja? Was? Was? Ich soll nicht mehr raus? Wieso so? Na gut, dann geh ich nach. Ist ja schon fertig, ne? Habe echt zu viel versprochen, ne? Ich meine, er könnte sich ein bisschen gescheiter anziehen, aber sonst ist er ganz lieb. Also noch einmal vielen Dank für die Geduld. Es habt es wunderbar gemacht. Es war großartig. Ich kann euch nur noch einmal empfehlen, Donnerstadt ist ein schöner Bezirk. Ja. Da gibt es dann auch noch das Donnerzentrum mit ganz vielen Geschäften drin. Die haben einen Konsum, haben's, Zentralsparkasse, alles was du brauchst. Ja. Und jetzt noch vielleicht zum Schluss noch einmal ein kurzer Ausflug in die, also dass ich euch noch ein bisschen was von den Corona sage. Also was auch noch wichtig ist, wo ich mir denke, dass das schauen müsst, das weiter durchhaltet. Einfach sich denken, zu Hause bleiben ist wichtiger als dauernd weggehen. Ja? Ich weiß schon, man will zu der Party gehen und die Disco, aber das ist noch nicht so weit. Gell? Weil sonst wird es gleich krank. Gell? Sonst kriegt es Saturday Night Fever. Kennst du noch Saturday Night Fever? Ja, der waren. Ja, der waren. Ja, na, nix. Sonst kriegt es ein Fieber, aber ein Corona-Fieber. Das wollen wir alle nicht. In diesem Sinne, bleibt gesund, zusammenhalten, eine Hand wäscht die andere. Dankeschön.